Ja, los. Das ist das nächste Ziel. Ich kriege wieder einen Anruf gestellt. Ich sollte vielleicht auch gleich mal ein paar Skillpunkte vergeben, oder? Gutes Timing. Dein Schatz Maurice jammert mich ständig voll. Er meint, du verstehst alles falsch. Er meint, er wäre reingelegt worden. Jammer, jammer, buh. Hey, darf ich ihm ein paar Löcher in die Kniescheibe machen? Nein, darfst du nicht. Du bist so berechenbar. Ob ich dir nochmal einen Gefallen tue? Apropos. Du brauchst einen Gefallen. Ich lege einen Hinterhalt. Und du musst mir Sprengstoff besorgen. Kriegst du das hin? Ich kann alles. Will ich es machen, lautet die Frage. Oh, warte. Oh, warte, ja. Weißt du was, das passt super. Ja, ich sammle nur noch schnell die Jungs ein und treffe dich dann da. Okay. Warte, ich noch. Vielleicht überlegen. Ich will nicht die Bahn verstecken. Ich will ja erstmal meine Fähigkeiten oben angucken. So, was nehmen wir denn am besten? 10 Skillpunkte habe ich schon wieder gesammelt. Jetzt könnte ich mir natürlich wieder einigen Kram holen. Vielleicht mal ein bisschen was für einen Kampf, wa? Reduziert durch Explosionen hervorgerufenen Schaden. Jo, klingt gut. Kann ich noch nicht. 5 Gangverstecke finden. Okay. Erhöht die Tragekapazität für Sprengstoffe. Schussfrequenz ist auch okay. Was ist das? Schrot finden. Das erhöht der Fahrzeugschaden. Auch schön. Das kostet 3. Das kostet 3. Das kostet 4. Verringert in ihrer Entdeckungsstrahlung. Ich hab's raus, Junge. So, Automatikexperte. Höhere Genauigkeit beim Einsatz aller Automatikwaffen. Okay. Was nehmen wir? So oft mit Rotflinten. Ich laufe durch oft. Und jetzt habe ich nur noch 1 Kultpunkt. Und dann haben wir schon wieder das Ende erreicht. So. Punkt markieren. Und dann machen wir wieder den Ausflug zur nächsten Kampagnenmission. Die als digitale Trips bekannten, bewusstseinsverändernden Erfahrungen breiten sich aus. Sie sollen die Wahrnehmung der Umwelt erheblich verändern. Zurzeit sind sie noch legal, aber das wird sich sicher bald ändern. Die Behörden der Stadt untersuchen das Phänomen und könnten schon bald einen Verbotsantrag stellen. Oh Mann. Oh, Unfall. Naja. Gucken wir mal, der jetzt hier passiert. Ist das der Mond? Guck mal da oben links. Ist tatsächlich der Mond zu sehen. Schlecht. Oh nein, das bedeutet, es wird dunkel. Ich habe schon wieder meine Nachtfahrbrille nicht dabei. Warum klingt mein Motor jetzt so komisch? So. Klingt der wieder normal. Ich würde sagen. Sattelbetriebe machen. Oh, Ice Cream! Ice Cream! Was ist das? Komm rum, dann siehst du's. Sag ich ja. Ich bring die Jungs mit. Oh, Himmel. Ich dachte, du meinst den Sprengstoff. Dann hätte ich gesagt, ich bring die Mädels. Aber die habe ich ja auch. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich habe gehofft, du könntest die Jungs irgendwie in eine Gangschießerei verwickeln. Ich habe ein paar offene Rechnungen und du schuldest mir was. Ich schulde dir gar nichts. Gib mir das Zeug, irgendwas, was ich tragen kann. Fein. Die 2 Sackraten sind noch übrig von einem Job für diesen Gabuner. Hättest sehen sollen, wie die mich ausschalten wollten. Ich fahre dieses Monster von Muscle Car, direkt aus den 70ern. Du weißt noch, als auffällige Verkehrsteilnehmer einfach nur Audis hießen. Dann los. Ja, also, diese Genies hier dachten, sie rammen mich mit so einer albernen, umweltfreundlichen Plastikkarre.
Aber das Ding machte nur Ping und prallt in eine andere Karre. Hier, halt mal. Super. Danke. Das hier hatte ich für dich. Eine Haftbombe. Ja? Sie haftet. Cool, oder? Hm. Also die beiden Idioten sitzen im Auto und jammern und flennen. Total fertig und ich weiß nicht, ob ich sie auslachen oder anschreien soll. Irgendwann ziehe ich meine 45er und schieße ihnen ein paar Löcher in ihre Fettfressen. Also das habe ich. Du kannst das für mich erledigen? Niemals. Oder wir machen es so. Ja, genau so eine Art Proberunde. Was sagt ihr, Leute? Proberunde? Johnny. Perfekt. Super. Ich brauche keine Proberunde. Nein, lass mich erstmal ein Stück weg. Fuck. Okay. Okay. Das ist die andere Black Factory. Da wollen IREX-Männer Edna Gurney. Toll. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Okay. Ich lege einen Hinterhalt und erledige die Karte. IREX wird davon hören, Bedbugs Ansehen steigt. Und dann gehört er mir. Ist verlassen. Die Überwachungskameras laufen sicher noch. Finden Sie Überwachungsvideos. Ach, die sollen direkt hier sein. Ich glaube nicht, dass ich jetzt überwachen soll. Ich will rauskriegen, wo die Jungs sich treffen, damit ich da ein paar Ostereier ablegen kann. Sprengfallen, geil.
So. Bombenlegung, Deckung anpassen und einen Aussichtspunkt finden. Du bist ja witzig. Reifenspuren. Da muss jemand regelmäßig parken. Ich habe noch eine. Ich habe noch Zeit. Nein. Hier hinten will ich noch einen hinpacken. Und hier laufen dann die Deals. Okay. Gut. Mal jetzt mal versuchen können. Da bin ich ganz gut. Eine Kamera? Ja. Mach dich bereit, Bad Bug muss gleich hier sein, Mann. Mann, der Boss will seinen Cousin umnieten. Was geht dich das an? Wenn Bad Bug sich wehrt, würde Irek das nicht machen. Na, dann sag das, Bad Bug. Vielleicht wehrt er sich gegen dich. Dann lebt Bee und dein Arsch ist tot. Ich wollte ja nur sagen, der Fettsack muss nicht sterben. Irex ganze Crew ausschalten. Ah, herrlich. So, die erledige ich noch. Hier ist überhaupt nichts. Ich geh mal weiter.
kriegt hier auf einmal Mucke her, Mann. Wo habt ihr die Boxen versteckt? So, ausgeschaltet, Telefon. Da hinten liegt ein Telefon. Hallo? Deine Freunde können gerade nicht ans Telefon. Sie sind tot. Hey, was? Hey, steht noch einer? Irgendwer? Komm schon, Mann! Na herrlich. Dann sprich da mit Iraq. Und Bedbug wäre so gut wie tot. Ja, den sich mal eben ausschalten. Ja, Mann. Bedbug Depot, dieser tollen Knattermaschine hier. Wie weit ist das denn schon wieder weg, ey? Ich muss da oben rauf und auf die Straße. Komm ich da hin? Von hier nicht raus. Ja, wir müssen über die Berge fahren können, oder? Sag ich dann. Das muss auch so gehen. Super. Hätte das denn nicht einfach mal klappen können hier? Ja, am besten nicht so, dass ich hier umfalle. Egal. Nehme ich mir eben Auto. Ja, bleib du mal stehen. Bewegung! Finger weg von dem Auto! Ja, ja, sonst was. Mach dich weg da! Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig fahre. Ich habe auch keine Lust, gerade Wegmarkierung. Ich werde das ja wohl auch so finden. Los, da vorne ist das, siehste, und alles von selbst gefunden. Sag ich doch. Sag doch. Und alles versaut, weil ich zu schnell gefahren bin. Oh, ehrlich.
Ach so, sollte das laufen. Okay. Hey Mann, wir treffen uns hinten. Dann erzähl ich's dir. Hast du aufgelegt? Was soll das? Mann, wer bist du? Einer, der mitspielt. Ich habe einen Job für dich. Aber der ist nicht für Tyrone. Der ist für Bad Bug. Ich melde mich. Was soll das? Komm schon, Mann! Okay. Jemand ist hinter mir her. Pass auf! Alle sind tot! Du hast sie nicht alle, Mann. Hör dich mal an. Sie Gespenster. Nein, warte. Scheiße. Oh, jetzt bist du alleine. Ja, Gentle. Und Iris Anteil? Nein, lass das! Mach dir keine Sorgen um den, sorg dich um mich. Nein, und anscheinend vertraut der Club Iraq nicht mehr. Gut. Was willst du? Dass du für mich Augen und Ohren bist, in Rossi Fremont. Nein, niemals, Mann. Iraq bringt mich um. Was tut er, wenn ich ihm alles schicke, was ich habe? Willst du mehr sehen? Nein! Lösch den Scheiß! Bitte! Wenn du schön mitspielst wie ein guter Junge, tu ich's. Ich melde mich. Dann vertraut der Club Iraq nicht mehr. Gut. Mission completed. Jawohl. Warum rufst du mich denn immer an, Mann? Wegen dir gehe ich noch drauf. Sag mir, wie man an ein Rack rankommt. Du kommst nicht nah an ihn ran, Mann. Vergiss es einfach, er geht nie raus. Willst du das nochmal überdenken? Warte. Die Auktion. Er wird bei Quinns Auktion sein. Was für eine Auktion? Privat. Nicht so eine normale Auktion, nur für geladene Gäste. Dann besorg mir eine Einladung. Für wen hältst du mich? Okay. Ich melde mich. Sei bereit. Wow. Nur denn? FFN. Ist jetzt Telefon. Wie ist das gelaufen? Hast du einen Weg in Iraqs Gebäude gefunden? Ja, Bad Bug ist an Bord und wartet auf meinen Anruf. Sprechen wir über die Zugangskarte, die Iraq trägt. Sie ist der einzige Weg in den Raum. Ist eine RFID-Karte. Wir können sie klonen, aber du musst sehr nah ran. Bad Bug sagt, Iraq fährt zu einer Auktion. Das ist die Chance. Die Auktion, ja. Erinnerst du dich an Iraqs Aktenkoffer? Schwer zu vergessen. Damit hat er ihm den Kopf zertrümmert. Genau. Er sagte, da drin sei die Gästeliste. Du darfst mir jetzt danken, weil ich den Koffer verfolgt habe. Lass mich nachsehen. Du hast gut mitgedacht. Wenn wir den Koffer bekommen, findest du mir einen Namen auf der Liste? Einen, den ich borgen kann? Genau, was ich dachte. Ich schick dir den Standort des Koffers. Das glaubst du selber nicht. Oh Gott! Ja. Oh Gott, was? Kacke! Ja, Kacke. Seh zu, dass du Land gewinnst.
So, jetzt habe ich ein paar Bankkonten geleert. Gucken wir mal, ob wir schon wieder ein bisschen was an Moneten zusammenkriegen konnten. Oh ja, ist nicht viel, aber mal hin. Diesmal werde ich wieder eine Wegbeschreibung nehmen. Oh Gott, weil es auch nicht direkt um eine Ecke ist, ne? Also selbst mit der Navi-Scheiße bin ich zu blöd, diesem fucking blauen Ding zu folgen, glaubt man das? Oh komm, ich steck jetzt ab. Ich bin zu blöd zum Fahren, ich geb's auf. Spaß macht's mir aber trotzdem. Lutscher. Nein, ich will keinen Räumungsverkauf. Ich muss vorsichtig sein. Ich kann mich sicher darauf verlassen, dass Damien querschießt. Er hat einen anderen Plan. Okay, ich brauche jetzt erstmal den Aktenkoffer. Deswegen bin ich doch hier, oder nicht? Steht darauf, dass ich dir erkläre, wie wichtig das ist. Du trägst nicht nur einen Koffer voller Namen und Einladungen. Du trägst die Zukunft unseres Geschäfts. Hintergrundchecks, Indiskretion, Tendenzen. Alles, was Quinn braucht, damit die Gäste loyal bleiben. Verstanden? Oh, schon wieder Beschatten. Jetzt geht das mit dem Beschatten los. Ich bin doch eigentlich einer fürs Grobe, Mensch. Ich mag Teewurst auch nur grob. Nicht fein. Ja, der Typ sieht mich. Siehst du den Koffer? Tu ich, er bewegt sich. Warte. Das glaube ich ja nicht. Was? Quinns Jungs machen da was aus der alten Gangsterschule. Ein Koffertausch? Ehrlich? Und das soll funktionieren? Sowas habe ich noch nie gesehen. Warum machen die das? Wollen die das CTOS täuschen? Jeder, der das auf dem Monitor beobachtet, würde den Austausch sehen. Sie versuchen, die Überwachungssoftware zu verwirren. Interessant. Wir stehen drauf weiter. Ist auf einem Boot, das flussaufwärts fährt. Ich habe hier ein Motorrad. Ich folge. Vielleicht sehe ich, wo Sie hinwollen. Eine Sekunde. Was ist denn in der Nähe? Ich tippe, das wird eine kurze Tour. Ein letzter Übergabepunkt vielleicht. Okay. Nein. Bob, da ist ein alter Yachthafen. Blackie Quinn hat ihn 1967 gekauft. Das muss es sein. Du bist so im Arsch! Du weißt es nur noch! Thank you.
Der Koffer ist auf einem Boot, das flussaufwärts fährt. Ich habe hier ein Motorrad. Ich folge ihm. Vielleicht sehe ich, wo Sie hinwollen. Eine Sekunde. Was ist denn in der Nähe? Ich tippe, das wird eine kurze Tour. Ein letzter Übergabepunkt vielleicht. Okay. Nein. Stopp. Da ist ein alter Yachthafen. Lucky Quinn hat ihn 1967 gekauft. Das muss es sein. Ist seit den 80ern für die Öffentlichkeit gesperrt. Gleich Führerschein. Unbemerkt. Das kann ja jetzt wieder was werden. Kann mir jetzt noch einer sagen, wie ich das machen soll? Das ist nicht schön hier. Ich muss hier weg, Junge. Jemand aus dem Ausland. Jemand, den Sie nicht kennen. Weg okay. Hier! Der hier. Hallo, ein Mr. Punk. Alter Schwede. Ich glaube nicht. Gibt es Europäer? Nicholas Christen. 32 Jahre alt. Auslandsamerikaner. War seit 12 Jahren nicht hier. Das passt doch. Oh mein Gott. Hier sind seine Präferenzen. Der Mann ist krank. Und ekelhaft reicht dazu. Wird man ihn vermissen? Sie vermissen. Clara, wenn ich seine Identität stehle, darf er meine Deckung nicht auffliegen lassen. Das heißt, er muss sterben. Oh, da ist was dran. Meine Schwester wurde entführt, Clara. Ich werde alles tun, um sie zu befreien.
Hör mal, wenn das zu viel ist, kannst du aussteigen. Ich verstehe das. Nein, alles gut. Das Schwein wird niemand vermissen. Ist ein guter Treffer. Er soll sein Auto bei einem Händler abholen. Okay, ich treffe ihn da. So, das ging gerade einfacher, als ich mir gedacht hatte. Dieser Autoladen ist in Mad Mile. Dann muss ich wohl zuerst das Bezirkskontrollzentrum hacken. Dann müssen wir das wohl. Nein, bitte! Notrufzentrale, was ist der Grund Ihres Anrufes? Ich sage dir. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Ihr ruft da nicht an.